Hello! Hier folgt jetzt der Talk von Caroline, Sophie und Nick vom Penn-Kollektiv. Die Suche nach dem alten weißen Mann. In dringender Angelegenheit, die Welt ist an einem Wendepunkt. Wer übernimmt die Führung? Wer putzt heute das Klo? Und wer holt uns endlich eine Happy Pizza? Los geht's! Ihr dürft dann jetzt anfangen. Arbeiterin, Hausarbeitsverrichterin, Mechanikerin, Straßenbewohnerin, Schülerin, Studentinnen, Pflegerin, Rechtsanwältinnen, Politikerin, Kosmetikerinnen, Lehrerin, Professorinnen, Unternehmerinnen, Sexarbeiterin, Müllabfuhrmännerinnen, Ingenieurinnen, Pharmazeutikerin, Migrantinnen, Influencerinnen, Köchinnen und Sportlerin, Mütterinnen, Kindergärtnerinnen, Bürgerinnen. Ich trete heute vor euch, wissend, dass es niemals eine Zeit gegeben hat, die dringender Handlung gefordert hat, als diese Zeit, in der wir jetzt alle in diesem Augenblick leben. Ich trete heute vor euch, wissend, dass ihr alle, dass wir zusammen die richtige, die kluge, die unsere Handlung vollziehen können und vollziehen werden. Bürgerin, wir schauen gemeinsam auf die letzten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte und schütteln schweigend den Kopf. Wir schauen auf Kriege, wir schauen auf Ausbeutung, wir schauen auf Sklaverei, wir schauen auf Morde, Massenmorde, Genozide, Femizide, auf Kolonialismus, auf Wirtschaftsliberalismus, auf Kapitalismus, auf Machismus, auf Masochismus. Und auf die altbekannte Kaschierung dieser Jahre mit der blass und blässer werdenden Geschichten des Heroismus. Des Heroismus der alten Führung. Und schauen wir, Bürgerinnen, auf die alte Führung, so sehen wir Bäche, Flüsse, Meere an Tränen. Auf wie vielen Wegen, frage ich, hat sie gezeigt, dass sie leidet? Ihre Sprecher, ihre Goethes, ihre Knausgards, ihre Allens, ihre Bachs, ihre Krachts, ihre Beuys, ihre Freuds, ihre Hegels, ihre Schlegels. Sie alle weinen und weinen und weinen und weinen und weinen in den höchsten Klassen, den größten Massen an Wohlständen, den edelsten eigenen vier Wänden. Sie suchen nach Gründen, die ihr jahrhundertealtes Wehklagen erklären, suchen es in der Welt, dem Geist, dem Menschsein, und finden sich doch nach 1000 Jahre alter Suche immer noch fragend. Bürgerinnen, lasst mich es Ihnen erklären. Woran Sie leiden, ist Ihre Macht. Eine Macht, für die Sie nicht geschaffen sind. Die alte Führung ist am Ende. Die alte Führung schreit um Hilfe. Sie kreischt mit stillen Rufen nach einer Pause. Sie wälzt vor uns auf müden Knien und hält ihr beschmutztes Zepter zu uns empor. Ungeweinte Tränen trüben verzweifelt aufschauende Augen. Aus zitternden Lippen kriecht das unvermeidliche, ungehörte Flehen. Das Flehen nach Erlösung. Ich frage euch, haben Sie Erlösung verdient? Womöglich nicht, werdet ihr sagen, und womöglich werdet ihr Recht damit haben. Doch appelliere ich, Bürgerinnen, an den feinsten Wert im Menschengeist. Die Gnade, die Nachsicht, die Vergebung. Vergebt ihnen, was nicht ihre Schuld ist, denn ihr Verstand ist zum Denken nicht gemacht. Und was, liebste Bürgerin, soll Resultat eines solchen Verstandes sein? Daher sage ich, Schwestern, gehen wir Arm in Arm in die neue Zeit. In eine Zeit, in der ihre massigen Körper von der schweren Last geistiger Arbeit befreit sein werden. In der sie endlich tun können, was sie schon immer so leicht fanden, dass sie es nicht einmal Arbeit genannt haben.
Nicht einmal Arbeit. Vor allen aufstehen, Frühstück bereiten, Brote bereiten, Fragen stellen, lächeln, Staubsauger führen, Bettdecken schütteln, Gießkannen schleppen, Kinderarme in Kinderjacken zwängen, lächeln, Sandburgen bewundern, Schritte bewundern, Wunden verheilen, lächeln, Essen kochen, vegetarische Alternativen kochen, Kerzen anzünden, Tische decken, Familienfeier organisieren, Geburtstage organisieren, die neue Führung empfangen. Lächeln, nach unserem Tag fragen, nach unserer Laune fragen, nach unseren Lüsten fragen, um schließlich am Ende die schweren Tage der neuen Führung versüßen zu dürfen, mit sanften Kunilingi und dem Vergnügen, uns in dem friedlichen Schlaf nach geglücktem Ekstase gleiten zu sehen. Und wieder lächeln. Kurz, all das, was es braucht, um uns das Feld für jene Arbeit zu lassen, für die sie sich unwürdig erwiesen haben. Bürgerinnen, wir werden das schwere Los der harten Arbeit auf uns nehmen. Und wir werden für Politik, Recht, Wirtschaft und Wissenschaft Sorge tragen. Wir werden Regierungen bilden von allen Vernunftbegabten, für alle Vernunftbegabten, von Bürgerinnen für Bürgerinnen. Wir werden Gerichte und Gesetze schaffen, die uns stets Recht geben werden, Kapital verteilen, sodass es stets in unseren Händen liegt und wir so die alte Führung vor dummen Entscheidungen, vor schlechten Entscheidungen beschützen können. Wir werden Universitäten gründen, in denen wir aufs Genaueste die Conditio der neuen Führung entwickeln werden. Wir werden Medikamente herstellen, die unseren Organismus stärken. Wir werden Algorithmen schreiben, die unsere Wünsche erfüllen. Das ist genau das, was ich... die um unsere Manierismen kreisen und unsere Erfolge feiern. Wir werden majestätische Städte bauen, angepasst an unser aller Körper. Wir werden eine Welt für uns, von uns bauen, die um uns kreist und uns besingt. Und Bürgerinnen, nach getaner Arbeit werden wir in saubere Heime kehren. In duftende Küchen werden wir uns setzen, zu braven Kindlein und vor warmes Essen. Wir werden schauen auf unsere hübsche alte Führung, die in wohlgeformtem Körper und ausgewählter Kleidung unser arbeitsmüdes Auge erholt. Und satt werden wir uns in gepolsterte Kissen gleiten lassen, in frisch bezogene Bettwäsche. Kleine Küsschen auf starken Wangen empfangen. Süße Lobgesänge auf unsere harte Arbeit werden erschöpften Ohren erholen. Zärtester Liebe den Rest belohnen und nach verdientem Schlaf wird munteres Flüstern unsere Augen öffnen und dampfender Kaffee unsere Sinne wecken. Es werden schöne Zeiten sein. Es werden schöne Zeiten sein, doch da höret Genussinnen. Wir hören schon das Lamentieren jener, die sagen, es sei Hass gegen die alte Führung, die uns zu dem Gesagten verleitet. Und auch wenn diese Behauptung erneut so fern ab allem Vernünftigen liegt, da die Aufgabe, die wir ihnen zuweisen, eine leichte, eine schöne ist, wollen wir ihnen kurz das verständige Ohr leihen und die großzügige Stimme schenken, um zu sagen, wir lieben die alte Führung. Wir lieben sie für ihre sublime Schönheit, ihre unendliche Güte, ihre selbstlose Aufopferungsbereitschaft, das Übernehmen von Sisyphus-Arbeit, das stete Lächeln, ihre fromme Dankbarkeit, das bescheidene Zurücktreten hinter uns und unsere Arbeit, unsere Probleme und unsere Interessen. Wir lieben sie für die unbezahlte psychologische Betreuung, das Lesen und Analysieren unserer Gefühle, für die Pflege unserer sozialen Netze, die Betreuung unserer Eltern, die Inkaufnahme der intellektuellen Verkümmerung durch permanenten Zeitvertreib mit Fünfjährigen. Wir lieben sie für das Nicht nach Anerkennung fragen, für das gelegentliche Übernehmen unserer Arbeit, die Bereitschaft, die eigene stets den unseren Bedürfnissen unterzuordnen, die Bereitschaft, unsere Bedürfnisse zu den ihren zu machen, die Pflege und Erziehung unserer NachfolgerInnen und dafür all das nie zu erwähnen. Und natürlich werden wir der alten Führung ein Leben auf Augenhöhe bieten. Wir werden nie aufhören, uns bei ihr für ihre Liebe und Hingabe zu bedanken. Bei keiner unserer Dankesreden wird ihre Unterstützung unerwähnt bleiben. Kein Jahr wird vergehen ohne Blumenstrauß, keine Affäre ohne Öhrchen. Wir werden nichts vergessen und selbst bei unseren größten Ehrungen sagen, ohne dich, alter Führer, wäre das alles nicht möglich gewesen.
Die Massen werden gerührt sein und die alte Führung wird dankbar sein. Es werden schöne Zeiten sein. Freilich aber, Bürgerinnen, wird es dazu kommen können, dass die alte Führung uns ein wenig langweilt. Sie wird uns vielleicht sogar ein wenig lästig sein, mit ihrem immer gleichen Gesicht. Sie wird sich vielleicht sogar beschweren, sie wird uns vielleicht mit ihren Wünschen in den Ohren liegen, mit ihren Gefühlen. Vielleicht wird sie weniger liebenswert. Vielleicht, friedliche Freundin, werden sie sogar zurück an die Orte der Entscheidung streben wollen und die alte Ordnung angreifen wollen. Bürgerinnen, sorgt euch nicht. Unsere Wissenschaftlerinnen werden sich darum kümmern. Sie werden Begriffe für diese Fälle erfinden. Sie werden Wege finden, sie für verrückt zu erklären, für hysterisch und egoistisch. Sie werden biologisch nachvollziehen, wieso sie genau dorthin gehören, wo sie sind. Und wenn das nicht reicht, zur Sicherheit, werden unsere Saufkumpaninnen, unsere Politikerinnen, Juristinnen und Wirtschaftlerinnen Wege finden, sie zum Schweigen zu bringen. Unsere Künstlerinnen werden die alte Führung in Bild, Schrift und Ton beschwören. Sie werden ihnen erklären, dass das Höchste, was sie vom Leben erwarten können, Huldigungen sind. Dass alles, was sie brauchen, Liebe ist. Liebe von uns. Und wir werden sie lieben. Wir werden sie alle lieben. Wir werden sie alle so richtig schön lieben. Und wenn sie das gemerkt haben, wenn sie gemerkt haben, dass wir nicht nur sie, sondern alle so richtig geil lieben, da wird es zu spät sein. Denn wir werden füreinander gesorgt haben. Denn wir alle werden eine alternde, zickige alte Führung zu Hause sitzen haben. Und wir werden alle keine Zeit und keinen Nerv für deren Gezeter haben. Sind wir es doch, die müde sind vom Bauen eines Heims, eigens für die alte Führung. Wir werden, Bürgerinnen, das gebe ich zu, vielleicht frustriert sein von der Undankbarkeit der alten Führung. Und wir werden gemeinschaftlich am Tresen sitzen und uns mit harmlosen Witzen über unseren Kummer trösten. Und Bürgerinnen, ihr werdet Augen machen. Die Marketing-Expertinnen, die Psychologinnen, die Chirurginnen, die Künstlerinnen werden eine junge alte Führung herangezüchtet haben, die euch um den Verstand bringen wird. Die junge alte Führung wird mit Magazinen und Filmen aufgewachsen sein, in denen sie nichts lernt, als euch, als uns, sich selbst zu gefallen. Wir werden ihnen Sportarten beibringen und schon als Kleinkinder, die der jungen alten Führung lernt, dass sie anmutiger, eleganter, ästhetischer sein muss als die anderen der jungen alten Führung. Turnen, Synchronschwimmen, Tanz. Sie werden ab dem Alter von 5 Jahren wissen, dass sie gegen die anderen der alten Führung sein werden, dass sie gegen sie sein müssen, um uns zu gefallen, um sich selbst zu gefallen. Ab dem 11. Lebensjahr werden sie dann lernen, wie man am besten leckt, wie man so gut leckt, dass wir von niemand anderem mehr geleckt werden wollen. Und wenn ihr kommt, Bürgerinnen, werdet ihr sorgenlos schlafen können, denn sie werden aufgehört haben, nach ihrer Lust zu fragen, denn die anderen der jungen alten Führung tun dies ja auch nicht. Sie werden verstanden haben, dass es nur um uns geht, dass sich alles um uns dreht, dass ihre Lust nichts als Unglück bringt. Sie werden verstanden haben, dass ihre Lust die unsere ist. Folglich werden sie die elaboriertesten Techniken entwickeln, um uns beiden Lust zu verschaffen. Und falls das nicht genug ist, falls das noch nicht den ungesunden Keim der Subjekthaftigkeit aus ihnen vertrieben haben wird, werden wir nachhelfen müssen. Denn wer im Geiste nicht siegt, muss den Feldzug auf dem eigenen Körper austragen. Aus dem werden wir alle Haare einzeln ausreißen lassen. Den wir aufschneiden und Plastik besetzen werden. Von dem wir Knorpel hoben lassen, ohne sie vergessen zu lassen, dass wir sie genauso lieben, wie sie sind. Denn sie dürfen nicht vergessen, dass sie alles nur für sich machen und alles nur für sich kaufen. Und davon, Bürgerinnen, werden wir reich werden. Wir werden sie all die Dinge kaufen lassen, die ihnen beibringen, uns zu gefallen, die ihnen helfen, uns zu gefallen. Wir werden eine ganze Industrie dafür schaffen, an der wir reicher und reicher werden und sie ärmer und ärmer und älter, sodass sie weniger jung, weniger liebenswert Luftsprünge machen werden, wenn wir von 0,00002% unseres Geldes ein Blumensträußchen kaufen werden. Und wir werden alte, hässliche, reiche Bürgerinnen sein. Und dies, Freundinnen, wird die beste aller Zeiten sein. Es wird das himmlischste Vergnügen, eine hässliche, alte, reiche Bürgerin zu sein. Nie werden wir mehr geliebt werden, denn nun haben wir Erfahrung, der der ausgerupfte, abgehobelte, aufgeschnittene und zugenähte alte Führer still Recht geben wird. Er wird lächeln und er wird brav die Zunge geben, denn es wird ein guter alter Führer sein. Und zuletzt, Bürgerinnen, möchte ich euch sagen, solltet ihr unzufrieden sein mit der neuen Welt, mit der neuen Führung, nur zu, organisiert euch. Kämpft für die Welt, die ihr für richtig haltet. Rüstet euch mit den edelsten Idealen, bietet Paroli, die Falsches sagt und tretet ein für die, die keine Stimme haben. Doch lasst mich euch, ihr großmütigen Idealistinnen, noch einen Hinweis geben.
Sollte eines Tages ein Vertreter der alten Führung in euren Reihen stehen und die Unterstützung in seinen Sachen fordern, so weicht nicht von euren Werten ab. Redet weiter wie zuvor und gebt ihm zu verstehen, dass seine Sorgen ernst genommen werden. Gebt ihm zu verstehen, dass sie wichtig sind, dass es nur leider Wichtigeres gibt im Moment, in jedem Moment. In jedem Moment. Und so, Genossinnen, werden sie auf der Wartebank mürbe werden und alt. Sie werden ihre Kräfte für Kämpfe der neuen Führung verbraucht haben und unser Siegeszug wird anhalten bis in alle Tage. Bürgerinnen, es wird eine herrliche Zeit werden. Es wird eine goldene Stadt sein, gebaut auf den Sockeln der Gerechtigkeit. Es wird das Land, in dem Champagner fließt, über die prickelnden Bauchnäbel der alten Führung. Es wird die Welt, die uns gehört. Daher sage ich es nochmal und ich sage es mit Nachdruck. Bürgerinnen, habt Mitleid. Erlöst die alte Führung von ihrem Leid. Erbarmen. Bürgerinnen, lasst ein letztes Mal Gnade walten. Lasst uns die Krone von ihren Köpfen nehmen. Lasst uns eine neue Zeit beginnen. Die Zeit der neuen Führung. Für uns alle. Es wird eine schöne Welt sein. Für uns alle. Es wird eine schönere Welt sein. Für uns alle. Es wird die schönste Welt sein. Für uns alle. Für die neue Führung, von der neuen Führung. Hoch, liebe die neue Führung. Vielen Dank. Vielen Dank an Caro, Sophie und Nick vom PEN-Kollektiv. Und wir von der Restrealität wünschen euch einen wunderbaren Rutsch in ein hoffentlich schöneres, besseres, goldeneres Jahr als das diese. Lasst die Korken knallen und tschüss.